Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. Heute ist Sonntag, ich fühle mich wie überfahren. Die Leute, die es auf den Social Medias beobachtet haben, die wissen, dass ich von Sonntag bis Donnerstag in den USA war. Völlig verrückte Geschichte und auch relativ spontan. Und warum genau ich da war und so weiter, seht ihr in den Vlogs. Denn nächste Woche gibt es, und ich sage es jetzt öffentlich, damit ich es tue, von Montag bis Freitag jeden Tag einen Vlog. Denn ich muss die langsam mal abarbeiten, damit wir wieder auf den neuesten Stand kommen. Denn es passieren gerade so viele aufregende Dinge, die ich irgendwie, von denen ich will, dass ihr sie live mitbekommt. Live. Wow. Habe ich erwähnt, dass ich Jetlag habe? Mein Gehirn. Ich habe also Matsch im Kopf und mein Pony ist zu lang. Und mein Nagellack ist abgesplittert. Ah, ich habe ganz viele Probleme heute. Nein, ernsthaft. Mir geht es heute eigentlich richtig, richtig gut. Denn ich habe beschlossen, heute ein Video zu drehen, auf das ihr schon wahnsinnig lange wartet. Ich weiß, heute ist eigentlich Sonntag und Kaffeeklatschzeit. Aber das ist ein Thema, bei dem es scheinbar wirklich Redebedarf gibt von einigen. Seit ich es angeteasert habe, gibt es wildeste Spekulationen darüber, was es für ein großes Projekt ist, an dem Freund Fritz und ich jetzt schon seit Ewigkeiten sitzen. Und in diesem Video möchte ich es endlich in die Welt posaunen, auch wenn es anders gelaufen ist, als ich dachte. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt, Leute. Ja, die Gerüchte stimmen. Es gibt für 2017 einen Kalender von mir. Ich weiß sehr wohl, dass einige sich jetzt genauso freuen wie ich gerade, weil ihr schon lange, lange drauf wartet. Andere werden sich fragen, warum zum Henker sollte ich einen Kalender von dir wollen? Das Ganze ging los Anfang diesen Jahres, als ich mein Kalendervideo hochgeladen habe und gezeigt habe, wie ich meinen persönlichen Kalender umgestaltet habe. Ich benutze seit Jahren eigentlich Moleskine-Kalender, weil ich die sehr schön finde, weil ich die haptisch sehr gerne mag und so weiter. Aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass ich ein bisschen mehr brauche als nur das, was mir so ein normaler Kalender in Anführungsstrichen gibt. Deswegen habe ich meinen Kalender umgestaltet und die Seiten verändert und auch vorne Seiten überklebt. So diese Standardseiten, die ich persönlich nicht benutze, wie Weltkarten und Urlaubszeiten und Umrechnungstabellen und so weiter. Und ich habe die Seiten einfach überklebt, um die anders zu nutzen. Ich habe Dashboards draus gemacht und mit Klebezetteln die Dinge da festgehalten, die ich festhalten wollte. Und ganz, ganz viele fanden die Idee großartig. Viele haben es auch nachgemacht und an ihren Kalendern ausprobiert. Ich habe diese Videos übrigens sehr geliebt. Unter meinem Kalendervideo stand ganz, ganz oft: Ella, ich würde den Kalender so, wie er ist, kaufen. Mach doch bitte einen Kalender, bring einen Kalender raus. Und in dem Moment habe ich noch gedacht, ja genau, ich bringe einen Kalender raus, so sieht's aus, wie soll ich denn das machen? Aber einige von euch haben einfach nicht aufgegeben. Die haben immer wieder nachgefragt und die haben mich so ermutigt, dass ich dachte, ich kann ja mal so den einen oder anderen Entwurf machen. Und das habe ich tatsächlich dann auch getan. Ich habe Entwürfe gemacht auf A4-Blättern und habe die in meinen Kalender getan, habe die benutzt wie Kalenderseiten, um zu sehen, was funktioniert nicht. Ich hatte am Anfang ganz krasse Vorstellungen, bin dann wieder runtergekommen, habe einfachere Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es eben Dinge gibt, die überhaupt nicht funktionieren, die auch in meinem Kalender hier nicht funktioniert haben und wieder andere Dinge, die sehr gut funktioniert haben. Ich habe diese Entwürfe meinem Liebsten gezeigt und der hat sich die Zeit genommen, hat sich tatsächlich auch richtig Urlaubstage genommen und hat einfach mal programmiert, was ich für Entwürfe gemacht habe. Und heraus kam irgendwann eine PDF-Datei, an der wir jetzt die letzten Monate sehr hart gearbeitet haben und die ich jetzt sehr, sehr, sehr schön finde. Und dann sind wir tatsächlich wie wahnsinnig erwachsene Menschen, zumindest kamen wir uns in dem Moment so vor, zu verschiedensten Druckereien mit unserer Datei gegangen und haben einfach mal uns Angebote eingeholt. Es war uns ganz wichtig, dass wir das nicht im Ausland produzieren oder übers Internet, sondern dass wir in Berlin eine Druckerei haben, zu der wir tatsächlich gehen können, Menschen, die wir angucken können, die unsere Ansprechpartner sind und die uns durch diesen Prozess begleiten, denn wir machen das alleine, ohne Verlag. Es ist alles von uns und das ist schon sehr aufregend. Es ist ganz gut, wenn man dann jemanden, einen Profi einfach vor Ort hat, mit dem man sprechen kann. Wir haben verschiedenste Sachen ausprobiert. Wir haben ein schönes Papier gefunden, was dünn genug ist, dass der Kalender nicht wahnsinnig dick ist, aber auch ein bisschen dicker als zum Beispiel Moleskine-Seiten, weil ich weiß, dass einige Leute sich daran stören, dass es das durchdrückt. Ich sag euch jetzt schon, auch in unserem Kalender sind die Seiten nicht so dick, dass es überhaupt nicht mehr durchdrückt, weil ich einfach nicht wollte, dass ihr so einen Kalender mit euch rumschleppen müsst, denn das tut man am Ende nicht. Es ist mir wichtig, dass das Ganze trotzdem kompakt bleibt, aber die Seiten sind schon so ein ganz kleines bisschen dicker, was mich natürlich sehr freut. Dann wisst ihr ja, dass mein Kalender jetzt hier natürlich farbig gestaltet ist und das war am Anfang natürlich auch meine Idee, einfach das Design des Kalenders anzupassen an das, was ich hier gemacht habe, weil ich weiß, dass das vielen von euch gefallen hat. Aber der Nachteil daran ist, dass der Kalender dann um einiges teurer sein wird. Wenn ihr einen Kalender ganz günstig im Laden kauft, ist der so günstig, weil ganz, ganz viele Exemplare davon bestellt werden konnten. Wir machen das hier auf eigene Faust. Wir können nicht einfach 150.000 Stück bestellen und dann die für 1 € anbieten, weil wir einfach nicht genug Startkapital haben, um das zu tun. Freund Fritz und ich können jetzt als zwei Personen nicht so eine riesen Anzahl an Kalendern bestellen. Das heißt, es wird auch eine kleinere Auflage geben. Wir werden nachbestellen, wenn wir merken, dass es genug Interesse gibt. Aber erstmal ist die Auflage relativ klein für den ersten Schub. Und wir wollen das Ganze natürlich so günstig wie möglich für euch halten, ohne an der Qualität zu sparen.
Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, dass der Kalender schwarz-weiß wird. Ich habe versucht, sowohl mit dem Design des Kalenders als auch mit dem Innenleben das Ganze so zu gestalten, dass es nicht ein vorgefertigter Ella-Kalender ist, wo mein Name draufsteht oder mein doofes Logo, sondern dass es am Ende euer Kalender ist. Dass es ein Kalender ist, der genug Freiraum bietet, dass ihr ihn zu eurem macht. Wie schon bei Organizella ist es mir wichtig, dass es nicht teuer ist, dass es nichts irgendwie ist, wo ich sage, hier, guck mal, mein Kalender, der kostet 100 Euro, sondern dass es was ist, was sich jeder leisten kann, wenn er es möchte. Und deswegen ist dieses schwarz-weiß natürlich auch interessant. Aber ich finde, der größte Aspekt ist wirklich, dass ihr am Ende damit machen könnt, was ihr wollt. Dass ihr ihn gestalten könnt, wie ihr wollt. Und ich habe ja meinen hier auch, der ganz schlicht war, bunt gestaltet. Ich weiß, dass einige Probleme damit hatten, das hier so zu gestalten. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal so eine kleine Kalendergestaltungsserie machen, wo wir einfach eine Woche lang zusammen unseren Kalender gestalten. Dann zeige ich euch, wie man diese Seiten laminiert und so weiter. Das kann ich gerne machen. Wenn ihr Bock habt, dann gebt dem Video einen Daumen oder schreibt mir es in die Kommentare oder wie auch immer. So, genug mit dem ganzen theoretischen Blabla. Ich möchte euch jetzt gerne zeigen, wie der Kalender innen drin aussieht, weil ich sehr stolz drauf bin. Ich freue mich sehr darauf, den nächstes Jahr zu benutzen. Und zum anderen möchte ich natürlich auch, dass ihr wisst, wie mein Kalender innen aussieht, um einschätzen zu können, ist das was für mich? Möchte ich darauf warten oder möchte ich nicht darauf warten und mir lieber einen anderen kaufen? Deswegen dachte ich, zeige ich euch jetzt mal, wie der Kalender innen aussieht und erkläre euch so ein bisschen, wie ich mir Sachen gedacht habe und so weiter. Wie gesagt, das Ganze ist sehr schlicht und los geht's mit einem leeren Blatt. Zugegeben, das klingt jetzt nicht wahnsinnig sexy. Aber wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr auch, dass diese Seite nicht ganz leer ist. Das heißt, es sind so ganz kleine Punkte drauf zu sehen, die einem so ein bisschen helfen zu schreiben, wenn man sich dazu entschließt, diese Seite zu benutzen und direkt was drauf zu schreiben. Ihr könnt sie so lassen und einfach Klebezettel drauf tun und als Dashboard benutzen für Ideensammlung oder irgendwas oder Einkaufszettel oder so. Ihr könnt sie aber auch bekleben, wie ich das hier in meinem Moleskine gemacht habe, bunt gestalten und vielleicht sogar euren Finanzplan gleich am Anfang haben oder euren Putzplan oder was auch immer euch wichtig ist. Das ist wirklich was, was ihr individuell für euch gestalten könnt. Weiter geht's dann mit einer ganz klassischen Jahresübersicht für 2017 und auch 2018. Ich habe ein bisschen überlegt, ob das sinnvoll ist, ob man das gebrauchen kann und habe festgestellt, dass es doch so einige Momente gibt, wenn man so längerfristig plant, wo man ein bisschen sehen muss, okay, wann ist eigentlich der Geburtstag und wann waren eigentlich nochmal unsere Urlaubstage und sowas alles. Diese Jahresübersichten sind natürlich nicht so, dass man da wahnsinnig viel reinschreiben kann, aber ich persönlich nehme mir einfach immer einen Marker und markiere meine Urlaubszeiten und die Urlaubszeiten von meinem Freund und die Urlaubszeiten meiner Eltern, dass man so ein bisschen weiß, wer ist wann unterwegs. Man kann das auch für ganz andere Sachen benutzen und so ein bisschen seine Arzttermine planen, wenn man weiß, ich will alle halbe Jahre zum Zahnarzt gehen. Was ich immer versuche, aber nie hinkriege. Dann kann man sich das da auch einschreiben. Die nächste Seite sollte die Leute von euch nicht überraschen, die mich schon länger gucken. Und zwar gibt es natürlich auch eine Jahresziele-Seite für 2017. Wenn ihr mich schon länger guckt, dann wisst ihr, dass ich sogar einen 5-Jahres-Plan habe, was erstmal absolut crazy klingt, aber was mir sehr hilft, fokussiert zu bleiben und nicht das aus den Augen zu verlieren, was ich wirklich in meinem Leben erreichen will. Wenn euch das generell interessiert, könnt ihr gerne mal hier oben hinterm i gucken. Und natürlich brauche ich dann auch in meinem Kalender einen Platz, an dem ich festhalten kann, was ich mir für 2017 vorgenommen habe. Das können sowohl kleine als auch große Dinge sein, je nachdem, was euch wichtig ist und was ihr machen wollt. Es gibt Leute, die sagen, boah, ich möchte eigentlich keine großen Ziele machen, das stresst mich. Dann lasst das bleiben. Dann schreibt euch vielleicht eher Kleinigkeiten auf, die euch wichtig sind, wie zum Beispiel im Sommerurlaub am Strand einmal Banane fahren. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, dieses witzige Boot, wo man dann immer reinfällt und so weiter. Solche Sachen sind natürlich auch völlig legitim, je nachdem, was euch einfach glücklich macht. Für mich stehen da sowohl kleine als auch große Sachen drin. Reisen, die geplant sind und solche Dinge oder eben auch berufliche Sachen, die ich erreichen will. Und auch hier könnt ihr die Seite wieder exakt so benutzen, wie sie gerade ist, ganz minimalistisch und in schwarz und schlicht. Ihr könnt sie natürlich auch bekleben mit buntem Papier und dann einfach euren Stempel sozusagen darauf setzen. Oder ihr benutzt sie als Dashboard und ballert da Klebezettel drauf und benutzt sie einfach auf diese Art und Weise und könnt halt im Laufe des Jahres diese Klebezettel abnehmen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich denke, ich werde meine auf jeden Fall wild beschreiben. Und die nächste Seite habe ich mir überlegt, weil ich dachte, Jahresziele machen zum ersten Mal ist gar nicht so einfach, weil man dann trotzdem man so ein bisschen konkreter formuliert, was man wirklich im Leben erreichen will, vor allem in diesem Jahr erreichen will. Manchmal immer noch nicht so genau weiß, wann im Jahr will ich das dann erledigen und manchmal stresst es einen und mir hilft es dann sehr, mir meine Jahresziele in Quartale einzuteilen. Und das ist nichts anderes als das, was diese Seite euch hier sozusagen ermöglicht. Ich habe die Seite in 4 Kästchen sozusagen unterteilt. Das erste Kästchen ist Januar bis März und da könnt ihr sozusagen die Jahresziele, die auf der Seite vorher sind, übertragen in die jeweiligen Quartale und schon mal überlegen, welches Ziel ist eher was, was ich zum Anfang des Jahres erreiche, was ist eher was, was ich zum Ende des Jahres angehen sollte, was ist was, was vielleicht auch an den Sommer gebunden ist.
ist, weil da irgendwie Praktika besser zu machen sind, in welchem Bereich auch immer. Ihr könnt so ein bisschen konkretisieren, wann ihr was machen wollt. Und ja, wenn ihr es noch nie gemacht habt, klingt das wahnsinnig verrückt, aber wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann wisst ihr, dass das total entspannt und dass man, wenn man auf so eine Art und Weise an seine Ziele rangeht, sie tatsächlich erreicht. Und das ist so ein geiles Gefühl. Und ich hoffe, dass diese Seite euch dabei auf jeden Fall helfen wird. Als nächstes kommen dann die Monatsübersichten und die finde ich persönlich wahnsinnig schön, weil sie einfach optisch mir sehr gut gefallen und weil sie genug Platz lassen, um damit alles Mögliche anzustellen. Oben habt ihr natürlich die ganz einfache typische Monatsübersichtstabelle mit den einzelnen Tagen und Wochentagen, wo man ganz gut, finde ich, eine Übersicht hat und ganz gut planen kann, wann sind welche Wochenenden, wann bin ich unterwegs, wann will ich zu Hause sein, wann sind welche Termine und so weiter. Unten auf der ersten Seite habt ihr eine Liste für Aufgaben, das heißt, das sind so Sachen, wo ihr sagt, okay, mir ist wichtig, dass im Januar die Fenster geputzt werden oder was. Das sagte sie, während sie in ihre dreckigen Fenster guckt. Oder man schreibt vielleicht im Januar auch sowas hin wie Steuererklärung als Aufgabe, wie auch immer. Auf der nächsten Seite habt ihr dann eine Spalte für Ziele. Das spielt jetzt wieder rein in eure Jahresziele. Ich will einfach versuchen, in diesem Kalender immer wieder Möglichkeiten zu geben, um so große Ziele, die man am Anfang des Jahres formuliert hat, klein zu hacken in kleinere Schritte. Und der erste Schritt von so einem Jahresziel ist natürlich das klein zu hacken in 12 einzelne Schritte. Vielleicht auch weniger, aber manchmal sind 12 ganz gut. Das heißt, an der Stelle habt ihr sozusagen auf der zweiten Seite Platz für genau diese kleinen gehackten einzelnen Schritte zum großen Ziel. Und an der Seite neben eurer Tabelle habt ihr nochmal Platz und Linien, die ihr nutzen könnt für was auch immer. Vielleicht sagt ihr, oh, die Ziele-Seite ist mir zu klein, ich will eigentlich mehr Ziele aufschreiben. Oder ihr sagt, die Aufgabenseite ist mir zu klein, dann könnt ihr da nochmal Aufgaben drüber schreiben. Oder vielleicht habt ihr auch ein Hobby oder macht gern Sport, der da irgendwie seinen Platz finden soll. Ich habe diese Monatsübersicht jetzt 4 oder 5 Monate lang getestet und habe da einfach immer meine YouTube-Videos, die ich für den Monat geplant habe, hingeschrieben, was ich persönlich sehr schön fand, weil ich konnte sie dann immer so abstreichen jede Woche, das war sehr großartig. Und unten habt ihr noch ein kleines Feld, das demnächst heißt. Ich bin von Natur aus jemand, der immer wahnsinnig viele Ideen hat und dem die Ideen, wenn er sie nicht aufschreibt, einfach flöten gehen. Ich kann sowas nicht halten, ich weiß nicht, wahrscheinlich funktioniert mein Gehirn da so. Ich weiß, dass einige von euch auch so sind und deswegen finde ich diese Möglichkeit, einfach einen fixen Gedanken, den man hat, der jetzt nicht an eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes Jahr oder was weiß ich gebunden ist, dass man den einfach aufschreiben kann, dass man so einen Platz hat in seiner Monatsübersicht, wo man den loswerden kann. Ich finde das ganz praktisch. Das ist die Monatsübersicht, die sieht natürlich bei allen 12 Monaten gleich aus. Und dann kommen wir mal zu der Tagesübersicht. Und der Tag sollte euch sehr bekannt vorkommen, wenn ihr meinen Kalender kennt, sieht so aus. Er ist genauso unterteilt wie bei mir. Oben können wir natürlich erstmal sehen, welchen Wochentag haben wir und welches Datum. Und oben ist auch so ein Teil, den ich persönlich immer benutze, um so die wichtigsten Dinge für den Tag aufzuschreiben. Da stehen definitiv immer Geburtstage drin, da stehen irgendwie, keine Ahnung, sowas drin wie XYZ anrufen heute ganz wichtig oder Paket XYZ losschicken oder wie auch immer. Und der Tag an sich ist dann wieder geteilt und zwar nicht in der Mitte, sondern so ein bisschen ein Drittel, zwei Drittel. Den breiteren Teil nutze ich persönlich für meine Termine. Ihr könnt das natürlich ganz anders machen, wenn ihr das anders machen wollt. Da schreibe ich mir sozusagen auf, keine Ahnung, Termin XY oder da muss ich da und da sein und schreibe mir dann, ihr wisst ja, ich mache mir dann so Kästchen um meine Termine und schreibe mir in die Kästchen dann rein, was für den jeweiligen Termin wichtig ist. Und ich finde das ganz praktisch, weil man dann auch optisch sieht, welche Zeiten des Tages sind schon verplant und dann kann ich mir dazwischen immer meine kleinen Mini-To-Do-Listen schreiben und es hilft mir einfach so ein bisschen realistischer zu planen. Die dünnere Spalte an der Seite, die könnt ihr unterteilen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie so lassen oder eben unterteilen, wie ich es jetzt zum Beispiel auch in meinem Kalender gemacht habe. Den breiteren Teil nutze ich persönlich für meine Termine. Ihr könnt das natürlich ganz anders machen, wenn ihr das anders machen wollt. Da schreibe ich mir sozusagen auf, keine Ahnung, Termin XY oder da muss ich da und da sein und schreibe mir dann, ihr wisst ja, ich mache mir dann so Kästchen um meine Termine und schreibe mir in die Kästchen dann rein, was für den jeweiligen Termin wichtig ist. Und ich finde das ganz praktisch, weil man dann auch optisch sieht, welche Zeiten des Tages sind schon verplant und dann kann ich mir dazwischen immer meine kleinen Mini-To-Do-Listen schreiben und es hilft mir einfach so ein bisschen realistischer zu planen. Die dünnere Spalte an der Seite, die könnt ihr unterteilen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie so lassen oder eben unterteilen, wie ich es jetzt zum Beispiel auch in meinem Kalender gemacht habe. Ich persönlich habe diese dünne Spalte unterteilt in mehrere Teile. Ich habe einmal eine YouTube-Spalte, ich habe eine Social-Media-Spalte, ich habe eine Spalte für Essensplanung, für Haushalt und einen Teil für Sport. Und der Teil ganz unten, der auch ohne Linien ist, der ist meine persönliche Freunde-Spalte. Auch das könnt ihr natürlich wieder benutzen, wie ihr wollt. Da schreibe ich mir auf, wenn ich weiß, eine Freundin hat ein Bewerbungsgespräch oder hat einen besonderen Tag und ich will einfach dran denken, dass ich hier morgens schreibe, hey, übrigens, ich denke an dich oder viel Glück oder was weiß ich. Das finde ich immer ganz schön, gerade wenn man viel zu tun hat, dass man die Sachen, die eigentlich wirklich wichtig sind im Leben, nämlich
da zu sein als Freundin, dass man das nicht vergisst. Das finde ich sehr schön. Wie gesagt, auch da könnt ihr wieder ganz anders vorgehen. Ich predige ja auch immer wieder, dass am Wochenende einfach wirklich Zeit sein sollte für Entspannung, für Ruhe, dass man die Woche einfach so gut nutzt, dass man am Wochenende wirklich mal die Beine hochlegen kann und wirklich nichts macht. Deswegen habe ich beschlossen, dass das Wochenende nur eine Seite kriegt. Das heißt, Samstag, Sonntag ist auf einer Seite. Das hilft einem zum einen, sich so ein bisschen zu limitieren und sich das Wochenende nicht zu voll zu ballern und sich dann von morgens bis abends hinzusetzen und zu ackern. Weil ich persönlich gemerkt habe, und zwar nicht nur an mir, sondern auch an Freunden und Menschen in meiner Umgebung, dass wenn man sich Pausen nimmt, dass man dann in der nächsten Woche wieder viel, viel motivierter anfangen kann und einfach produktiver ist. Der Tagesaufbau ist natürlich der gleiche, ihr habt wieder die Spalten und so weiter, ihr habt einfach nur ein bisschen weniger Platz, um euch daran zu erinnern, dass Pausen wichtig sind. Als nächstes haben wir dann eine Wochenübersicht, die ich bis zur Genüge getestet habe und die ich sehr, sehr toll finde. Ich habe an meinem Muskeln geschafft, dadurch, dass ich Samstag, Sonntag auf eine Seite geholt habe, an der eigentlichen Sonntagsseite so eine kleine Wochenübersicht zu gestalten. Und ich habe gemerkt, ich brauche einfach so ein bisschen mehr Freiraum auch, um meine Monatsziele nochmal klein zu hacken für die Wochen, und auch das ist hier auf der Seite möglich. Ihr habt einmal rundherum eure Tage Montag bis Sonntag, das könnt ihr sozusagen ausfüllen mit so den wichtigsten Terminen, mit Schlagworten, um dann einfach, wenn man die Woche so ein bisschen durchgeht im Kopf, ich mache das immer sonntags, weil ich das sehr, sehr erdend finde, wenn man das tut, dass man so ein bisschen vor Augen hat, okay, Montag habe ich einen Zahnarzttermin, Mittwoch habe ich den ganzen Tag zu tun, Freitag habe ich den ganzen Tag zu tun. Auf der ersten Seite habt ihr dann eine Tabelle für Aufgaben und Ziele. Das gleiche Spiel im Grunde wie auch in den Monatsübersichten. Ihr könnt euch überlegen, welche Aufgaben will ich von meiner Monatsübersicht nehmen und in dieser Woche erledigen und welche Ziele aus meiner Monatsübersicht kann ich in dieser Woche anfangen oder fertig machen oder in welche kleinen Schritte kann ich das teilen. Ich mache das tatsächlich so, dass ich versuche, so ein Monatsziel immer in 4 Schritte zu teilen, damit es einfach nicht so viel ist und ich es tatsächlich mache und nicht vor mir herschiebe. Auch wieder einfach ein schöner Platz, wo man einfach wirklich aufschreiben kann und planen kann und so richtig durchdenken kann, was ich sehr, sehr gerne mag. Und auf der anderen Seite habt ihr ein seltsames Konstrukt. Und auch das ist wieder was, was ihr komplett nutzen könnt, wie ihr wollt. Ihr habt oben eine einzelne Linie, auf die ihr irgendwas schreiben könnt. Und darunter habt ihr 7 kleine Kästchen. Und ich habe erst überlegt, ob ich das als festen Ort mache, wie zum Beispiel Meal Planning, weil ich persönlich bin gerade so richtig im Meal Planning drin. Ich finde es super. Ich weiß aber auch, dass einige von euch das gar nicht mögen, dass es überhaupt nicht euer Ding ist. Und deswegen wollte ich das nicht vorgeben und euch einfach die Möglichkeit lassen, diesen Teil zu benutzen, für was auch immer ihr wollt. Ich persönlich benutze ihn für Meal Planning. Das heißt, ich würde mir oben drüber Meal Planning schreiben und würde mir in die einzelnen 7 Kästchen einfach aufschreiben, was es jeweils zum Abendbrot geben soll, was ich Großes kochen will, um zu wissen, was ich einkaufen will. Und das Kästchen, was ihr sozusagen am Rand seht, das schmale, das wäre dann mein Kästchen für meine Einkaufsliste. Ihr könnt aber auch ganz anders vorgehen. Ihr könnt sagen, okay, ich bin jemand, der zum Beispiel ein Instrument spielt und mir ist wichtig, dass ich jeden Tag mich um ein anderes Stück kümmere und das übe. Das könnt ihr da auch reinschreiben. Ihr könnt auch in die einzelnen Kästchen schreiben oder ihr sagt, oh, ich nehme lieber Klebezettel und klebe die rein, dann kann ich die umkleben, wenn ich zum Beispiel Meal Planning insgesamt cool finde, aber denke, ich kann mich immer nicht so richtig festlegen, weil manchmal habe ich auf andere Sachen Lust, dann könnt ihr einfach euren Klebezettel nehmen, woanders hinkleben und ihr habt trotzdem irgendwie noch ein bisschen Struktur drin. Das ist wirklich was, was ihr komplett frei benutzen könnt. Wenn ihr euren Sport da reinschreiben wollt, geil, wenn ihr sagt, oh, ich will für die Uni bestimmte Sachen gelernt haben, könnt ihr das da reinschreiben. Ich finde, es ist einfach ein schöner Weg, um einfach einen Teil im Leben, der einem besonders wichtig ist, ein bisschen besser zu strukturieren. Und so geht der Kalender dann bis zum Ende. Und hinten gibt es nochmal ein paar Seiten, die ich jetzt in meinem Kalender habe, die ich wahnsinnig liebe. Und zum einen ist das diese Wunschliste-Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer, wenn mich jemand fragt, hey, was wünschst du dir zum Geburtstag oder zu Weihnachten, stehe ich da und denke, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Und es macht es Leuten schwierig, für mich Geschenke zu finden. Und manchmal kriege ich Sachen, wo ich denke, was soll ich damit anfangen? Obwohl ich im Jahr immer mal wieder denke, oh, eigentlich brauche ich eine neue Waschtasche oder eigentlich brauche ich einen neuen Föhn oder sowas. Ist immer ganz gut, sich das aufzuschreiben. Und deswegen habe ich diese Liste in meinem Kalender für dieses Jahr wahnsinnig intensiv benutzt und habe immer aufgeschrieben, was ich mir wünschen würde, was ich gut finden würde, um dann einfach zu wissen, was ich sagen soll. Ich habe daneben, das müsst ihr nicht ausfüllen, aber ich fand das ganz hilfreich, mir auch aufgeschrieben, wie teuer das jeweilige Teil ist, was ich mir da wünsche. Und dann eben auch eine kleine Möglichkeit, um das abzuhaken, wenn ich es schon habe oder auch eben nicht. Der Preis ist von daher relevant, weil es einfach Leute gibt, von denen ich mir nichts wünschen würde, was über 5 Euro kostet. Und Leute, bei denen ich weiß, wir schenken uns größere Dinge. Und natürlich, wenn ich mir aufschreibe, was ich mir wünsche, schreibe ich mir auch gerne auf, was ich anderen schenken kann. Denn immer dann, wenn ich so übers Jahr unterwegs bin, denke ich, oh, da sehe ich was für Freundin XYZ. Oh, da würde sich meine Mama drüber freuen. Oh, das wäre super für meinen Papa. Und dann habe ich eine Möglichkeit, das aufzuschreiben. Denn immer natürlich dann, wenn der Geburtstag kommt oder Weihnachten kommt, steht man da und denkt, ich habe keine Ahnung. Was soll ich denken? Ich weiß es nicht. Und es ist ganz gut, so einen kleinen Joker zu haben, der einen so ein bisschen erinnert, hey, das wäre doch eine gute Idee, probier es doch damit mal aus. Und auch da gibt es halt die Möglichkeit aufzuschreiben, für wen ist das Ganze, was ist die jeweilige Idee und wie teuer ist das ungefähr. Das habe ich mit eingeführt, weil ich eben jemand bin, der gerne zu viel Geld für andere ausgibt. Und gerade um Weihnachten rum merke ich immer wieder, dass ich einfach so ein bisschen crazy gehe und dann
hinterher denke, wow, ich habe einfach viel zu viel Geld ausgegeben. Denn ich finde, Geschenke müssen nicht teuer sein. Und es ist ganz gut, wenn man so ein bisschen im Auge behält, was man da eigentlich alles durch die Gegend plant. Und zum Schluss gibt es dann eine Notizseite und noch zwei, drei Seiten wieder, die blank sind, die nur Punkte haben, mit denen ihr wieder anstellen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt sie so lassen, wie sie sind. Ihr könnt sie als Notizseiten benutzen. Ihr könnt sie bekleben und damit andere Sachen machen. Und ja, das ist sozusagen das Innenleben. Jetzt wisst ihr so ein bisschen besser, was auf euch zukommt. Jetzt wisst ihr, wie der Kalender innen aussieht. Der Stand momentan ist, dass wir das Ganze morgen in Druck gehen lassen. Und dass dann in 2 bis 3 Wochen ungefähr diese ganzen Kalender bei uns zu Hause ankommen. Und dann, wenn es soweit ist, dann mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video und lasse euch wissen, dass es jetzt einen Link gibt, auf dem ihr bestellen könnt. Momentan gibt es den eben noch nicht. Wir geben unser Bestes, dass alles startklar ist, wenn die Kalender hier ankommen. Und dann gehen sie auch sofort zu euch. Ich werde sie alle höchstpersönlich einpacken und an euch verschicken und mit meiner eigenen Sabali-Briefmarke aufkleben und sowas. Das wird definitiv anstrengend und ich glaube, meine Zunge wird mich irgendwann hassen. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auf dieses Projekt. Ich hoffe sehr, dass er genauso wie Organisella ganz, ganz vielen von euch helfen kann, denn ich möchte einfach ein bisschen zurückgeben. Ihr habt euch einen Kalender gewünscht, ihr wolltet ihn unbedingt, jetzt habe ich ihn gemacht. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich bin einfach und ich weiß immer nicht, wie ich das so in Worte fassen soll, ohne wahnsinnig cheesy zu klingen. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass es euch alle gibt, dass ihr mich so unterstützt in allem, was ich tue, dass wir jetzt fast 100.000 Leute sind. Und dass einfach diese Stimmung auf diesem Kanal so herrscht, wie sie momentan herrscht. Ich bin dafür wahnsinnig dankbar und ich hoffe, dass ihr das auch empfindet als etwas, was ich so ein bisschen benutze, um euch zurückzugeben. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, ob das Ganze was für euch ist oder ob ihr euch lieber nach einem anderen Kalender umsehen wollt. Definitiv würde mich eure Meinung sehr interessieren. Also wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu dem Ganzen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich gehe jetzt und schneide dieses Video und lade es gleich hoch für euch. Und ich werde dann so vor dem Rechner sitzen, zusammen mit Freund Fritz und hören und lesen, was ihr dazu zu sagen habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.